Na los. Hopp. Hopp. Na hopp. Geht schon los mit Survival. Wie krieg ich den? Wie krieg ich den Kaffee vom Feuer, ohne mir die Flossen zu verbrennen? Knapp überlebt. So, zweiter Versuch. Also, willkommen beim Kanal Freiheit, liebe Abenteuer. Ich bin Bianca und ich sitze hier gerade im Wald mit meinen zwei Hunden. Koche mir Kaffee mit Milch. Entspann mich ein bisschen. Und wollte tatsächlich auch, obwohl ich ganz sicher dachte, dass ich das nicht machen werde, wollte doch tatsächlich auch ein paar Worte zu Seven vs. Wild verlieren. Als ich es am Anfang mitbekommen habe, fand ich es total interessant und habe mir das angehört, was da so laufen soll. Und dann habe ich so peu à peu mitgekriegt, dass lauter Kanäle, auch ganz kleine, so wie ich, ihren Senf dazu abgeben und ein bisschen mit dem Thema rumexperimentieren. Das fand ich total spannend und schön. Ich habe mir da einiges von angeguckt und war natürlich total überzeugt davon, dass ich niemals ein Video machen werde. Aber ich habe dann festgestellt, dass ich so oft, wenn ich mit den Hunden draußen war oder sowas, darüber nachgedacht habe, was würde ich denn mitnehmen? Dass das Thema dann doch mehr bei mir gearbeitet hat, als ich dachte. Das fand ich sehr spannend. Deswegen mache ich jetzt auch oder teile ein paar Gedanken mit euch oder mit denen, die es hören wollen oder die da genauso sind wie ich, dass sich das Thema so ein bisschen im Kopf festgefressen hat. Ich finde nämlich, dass das total kontrovers ist. Ich habe das so abgespeichert ganz am Anfang, das ist Survival, das ist eine richtig harte Nummer. Da muss man was Krasses machen. Fritz Meinecke, der macht ja ganz oft krasse Sachen, und so. Und dann habe ich die, dann habe ich mir die Bedingungen angehört und dachte so, okay, was ist jetzt so krass daran? Also was könnte worst case schlimmstenfalls passieren in Schweden im September? Also weder ein gefährliches Land oder ein Land mit ganz gefährlichen Tieren, noch eine Jahreszeit, die ihre Gefahren beherbergt. War mir nicht so ganz klar. Und deswegen habe ich angefangen, diese unterschiedlichen Videos zu gucken und habe gemerkt, dass jeder so mit anderen Dingen sein Thema hat. Der eine mit Essen, der andere mit Schlafen, mit Mücken, whatever. Jeder hat halt so seine Gedanken sich dazu gemacht. Das fand ich ganz cool. Und um es mal auf die Grundidee zurückzubrechen, was würde ich mitnehmen? Ich würde auf jeden Fall hier meine Diddy Nest Hammock MC mitnehmen. Auch wenn mir natürlich bewusst ist, dass ohne Underquilt mir buchstäblich der Arsch abfrieren würde. Aber ich denke, da kann man einiges gegen machen. Also entweder kann ich die Matte ganz tief am Boden hängen, ich könnte sie auf den Boden legen, ich könnte mir darunter eine Wärmeisolation bauen. Also da sehe ich einige Möglichkeiten und das Ding kann ich zumachen. Da bin ich geschützt vor Mücken. Da bin ich nämlich sehr empfindlich. Also ich habe schon gedacht, ich lasse alles zu Hause und nehme 7 Kanister Mückenzeug mit. Also mit Mücken kann ich gar nicht hier, seit ich hier sitze, sind auch schon einige Mücken und ich gestehe, ich habe mich eingesprüht, ich habe da einfach keinen Bock drauf. Und ich weiß auch aus Erfahrung, als ich in Schweden war, dass ich mich daran nicht gewöhne. Also man kann ja davon ausgehen, na gut, die ersten Tage, die regt man sich darüber auf, aber ich würde mich tatsächlich nicht daran gewöhnen. Deswegen die Hängematte zum Zumachen. Dann natürlich gegen den Regen ein Tarp. Das ist nicht absichtlich, aber es passt natürlich total zur Hängematte. Es ist ein 3x3 Meter Tarp von Didi. Und das würde mir quasi den Regen vom Leib halten, was ich sehr wichtig finde. So, Nummer 2. Nummer 3 ist natürlich ein Schlafsack. Ich habe keinen, den ich mitnehmen würde. Ich habe nur so einen Daunenschlafsack, den würde ich definitiv nicht mitnehmen. Ich würde mir wahrscheinlich das dickste
Kunstfasermodell kaufen, was es auf dem Markt gibt, weil ich wahnsinnig kälteempfindlich bin und mir Wärme einfach total wichtig ist. Und nee, das kommt hinterher. Ja, dann habe ich überlegt, Messer oder Säge, finde ich sehr schwierig. Ich habe hier ein wunderbares, solides Messer von Joker. Das liebe ich und dachte auch sofort, ich nehme natürlich das Messer mit. Gleichzeitig habe ich eine Lieblingssäge, ohne die ich auch selten kann. Und mit der hätte ich natürlich viel mehr Möglichkeiten. Das ist die Big Boy. Und tja, ich habe so überlegt, wozu bräuchte ich denn eigentlich tatsächlich ein Messer? Ich glaube, da gibt es nicht viel Einsatzmöglichkeiten, es sei denn, ich will ganz viele Löffel schnitzen. Aber ich glaube, das würde ich nicht tun. Wer weiß. Aber ich glaube erstmal, das würde ich nicht tun. Also tendiere ich ganz stark zur Säge oder würde zurzeit erstmal sagen, ich nehme die Säge mit. Das nächste, was ich mitnehmen würde, wäre für Wärme natürlich dieses Ding. Ich gebe zu, ich habe es so ungefähr noch nie benutzt oder selten, sehr selten, und wenn, dann hat es auch nicht gut geklappt. Aber ich hätte ja in Schweden viel, viel Zeit und da würde ich das ganz sicher hinkriegen, mit diesem Feuerstahl Feuer zu machen. Ich habe es auch witzigerweise gerade ausprobiert, als ich hier meinen Spiritus angezündet habe und habe das Ding genommen und habe schon überlegt, wie viele Versuche brauche ich wohl, filme ich das oder filme ich es lieber nicht. Und ich habe einmal abgezogen und das Ding brannte, von daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass ich das in Schweden richtig gut hinkriegen würde. Was haben wir? Die Hängematte, den Schlafsack, das Tarp, den Feuerstahl, dann natürlich Paracord, ein Gefäß für Wasser. Wahrscheinlich würde ich da einen großen Topf nehmen, den ich auch aufs Feuer stellen kann. Und das letzte war, habe ich glatt vergessen. Es war auf jeden Fall keine Angel und nichts zum Angeln. Weil ich mir überlegt habe, ich würde wahrscheinlich nicht angeln. Oder ich würde es versuchen und würde nichts fangen. Ich habe zwar vor 2 Jahren meinen Angelschein gemacht und könnte oder weiß theoretisch einiges darüber, aber gleichzeitig kenne ich viele, viele Angler, die viel angeln und überhaupt nichts fangen. Und von daher habe ich gedacht, könnte ich das besser mit was anderem besetzen. Aber wie ihr seht, habe ich es gerade total vergessen. Ich habe den Topf, ich habe den Feuerstahl, also ich habe Wärme, ich habe... Wahrscheinlich ist es der Kanister Wein. Ich habe mir nämlich überlegt, ich würde mich überhaupt nicht stressen mit Essensbesorgung oder Essenssuche. Ich würde einfach von vornherein sagen, ich faste 7 Tage. Ich glaube auch, dass das gar nicht so unschlau ist zu fasten, weil ich meinen Magen dann nicht, also mein Mindset und mein Magen nicht verwirre. Also der Magen, der dann immer mal ein paar Heidelbeeren kriegt oder keine Ahnung, ein verstorbenes Tier, was irgendwo rumliegt oder ein Stück Fisch oder whatever. Pilze haben ja manche gesagt, würde ich mich nie trauen zu sammeln. Aber ich glaube, ich würde sowieso super unterkalorisch unterwegs sein und ich glaube, das ist viel stressiger für meinen Kopf und für mein Verdauungssystem, dass es schlau ist, einfach zu sagen, ich faste. Da gibt es aber von Rüdiger Dahlke das Weinfasten. Das finde ich sehr attraktiv, deswegen. Ich weiß gar nicht, ob es erlaubt ist, aber ich glaube, wenn es erlaubt wäre, würde ich als 7. Gegenstand so einen Kanister Wein mitnehmen. Ich weiß nicht, wie viele Liter da reingehen, aber 7 Tage, jeden Abend einen halben Liter, naja gut, da würden so 3-4 Liter schon reichen. Das fände ich ziemlich gut. Jetzt weiß ich wieder, was das andere war, Paracord. Aber ich glaube, ich würde es auch ohne Paracord hinkriegen. Also dann doch lieber den Wein. Oder den Paracord? Oder den... Ich weiß nicht. Wahrscheinlich den Wein. Wenn es erlaubt ist. Dieses... Bei Seven vs. Wild habe ich ja immer an Survival gedacht, ne? Aber das ist ja gar kein Survival, ne? Und ich glaube, es ist auch nicht so ausgelegt, dass es Survival sein soll. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher. Weil Survival ist es ja tatsächlich nicht. Also es geht nicht um Leben und Tod, es geht um Komfortverlust, um Langeweile, um Struktur, also Struktur von Gedanken und Abläufen.
Einsamkeit, weiß ich nicht bei 7 Tagen, ob da schon Einsamkeit eine Rolle spielt. Ich behaupte ja, ich bin sehr gerne einsam. Wir haben das mal früher bei den Pfadfindern gemacht, auch in Schweden. Aber das waren nur 48 Stunden. Das war total schön. Da wurden wir 48 Stunden mit dem Kanu auf einer kleinen Insel auf dem See ausgesetzt. Hatten ein bisschen Feuerholz. Ich glaube sogar ehrlicherweise ein Stück Stockbrotteig. Aber das war echt richtig schön. Und mich erinnert dieses Seven vs. Wild eher an Vision Quest. Das ist was, was ich schon viele, viele Jahre machen will. Das ist so ein bisschen ähnlich eigentlich. Also da geht es auch nicht um Glamping und ich gehe mit 1000 Sachen in den Wald. Aber letztendlich geht es darum, dass man im Ursprung 7 Tage lang irgendwo in der Wildnis, also tatsächlich Wildnis, fastet. Der Komfort ist auch sehr minimalistisch. Also man hat irgendwie eine Plane, was zu liegen, was zum Zudecken und man hat halt genug Wasser. Ansonsten hat man nichts. Fastet 7 Tage und da geht es halt mehr so um den inneren Prozess, also dass man sich quasi darauf vorbereitet, dass man sich ein paar Fragen stellt, ein paar nicht lebensnotwendige, aber die einen bewegen oder schon einen Teil auf dem Lebensweg begleiten, wo man vielleicht Antworten sucht oder sich auch erhofft oder wünscht. Ja, so einen größeren Blick so aus der Vogelperspektive auf die Situation zu bekommen, um anderen Zugriff zu haben auf die Dinge, die in einem sind. Und ich glaube, genau so würde ich das Ganze auch angehen. Also wirklich, für mich wäre das eine totale Herausforderung im mentalen Bereich. Also ich weiß, ich bin eine schlechte Fasterin. Es gibt ja so Menschen, die gehen in die Fastenzeit. Meine Schwester gehört dazu. Und ab dem 3. Tag sind die total euphorisch. Da möchten die am liebsten 14 Tage, 21 Tage machen und werden wahnsinnig aktiv und entwickeln eine Kraft. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Ich habe 3-mal in meinem Leben gefastet. Das längste waren 9 Tage. Und ich gestehe, mir ging es richtig schlecht. Also ich habe mich richtig schlecht gefühlt. Und das letzte Mal habe ich am längsten gemacht und dachte immer so, vielleicht bin ich einfach nur langsam und brauche länger. Aber mir ging es wirklich bis zum Schluss richtig schlecht und ich war saufroh, als ich das Ganze aufgeben durfte. Trotzdem war es eine tolle Erfahrung, aber verstanden habe ich es nicht. Das wäre dann so ein bisschen die Herausforderung für mich in Schweden. Und die Mücken. Habe ich ja schon anfangs erwähnt, Mücken sind echt hardcore. Ja, jetzt steht ja alles fest, die Teilnehmer stehen fest. Ich habe es schon unter den Kommentaren geschrieben. Ich finde es total schade, dass keine Frau dabei ist, also richtig schade. Weil wie gesagt, also ich persönlich, vielleicht hänge ich mich da viel zu weit aus dem Fenster, aber ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt wahnsinnige Herausforderungen zu bewältigen sind. Und abgesehen davon, dass ich Frauen sowieso für mental das stärkere Geschlecht halte, also jetzt mal so grob gesprochen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich hätte wahnsinnig gerne mindestens eine Frau dabei gesehen. Aber es wurde anders entschieden. Vielleicht wird es fortgesetzt und dann ist eine Frau dabei. Warten wir es ab. Ich bin auf jeden Fall total gespannt auf das Format. Dauert ja noch eine Weile, September. Aber ich finde, ich mag auch solche Sachen total gerne, wenn einer irgendwie was in die Runde schmeißt und sagt, ey komm, wir machen dies, das, jenes und dann steigen so viele Leute drauf ein, beschäftigen sich mit dem Thema, kommen in Austausch und gehen so gedanklich in diese Geschichte rein. Diese Idee von Fritz, die gefällt mir einfach richtig gut. Und deswegen habe ich hier meinen Senf zum Besten gegeben. Na? Komm hier. Prima. Ich habe noch überlegt, darf man eigentlich 2 Hunde mitnehmen? So einen rechts, einen links. Der ist auf jeden Fall schon mal schön kuschelig. Und wenn die dann noch jeweils 7 Sachen mitnehmen dürfen, dann sind wir schon fast beim Glamping.
Okay, mehr habe ich eigentlich überhaupt nicht zu sagen. Ich lege mich jetzt hier ein bisschen in die Hängematte, werde weiter ein bisschen räuchern gegen die Mücken und für das Wohlbefinden. Danke fürs Zuschauen und mal gucken, was so kommt. Oh.